Ja, wie auch immer Sie das ab morgen in Ihren Meetings machen, das überlasse ich Ihnen. Aber wir schauen jetzt noch ein bisschen hinein. Wenn wir in die Schuhe der Kunden schlüpfen, um die Erwartungshaltung zu erkennen, dann geht es in Wahrheit nur um 4 einfache Dinge. Und die schauen wir uns gemeinsam an. Die größte Redneragentur Europas. Die Nummer 1 ist relativ klar, das ist und bleibt die Freundlichkeit. Es gibt eine chinesische Weisheit, die besagt, wer nicht lächeln kann, sollte kein Geschäft eröffnen. Ja, lächeln ist so einfach, kostet nichts, bringt aber so viel. Aber manchmal ist schwer, oder? Dass wir die Mundwinkel oben halten, wir sind ja auch nur Menschen. Aber ich dachte, ich bringe Ihnen heute einen kleinen Trick mit, wie wir uns innerhalb von einer einzigen Minute wieder auf Betriebstemperatur bringen können, wenn uns das Lächeln verloren gegangen ist. Sind Sie dabei? Schnappen Sie sich Ihren Kugelschreiber. Sie haben in diesem schwarzen Sackerl einen Kugelschreiber. Ich lade Sie jetzt ein, mitzutun. Keiner muss, jeder darf. Aber ich kann Ihnen versprechen, es zeigt seine Wirkung. Also alle, die schon einen Kugelschreiber parat haben, die machen jetzt mit mir folgende Übung. Sie nehmen sich den und wir zwicken uns diesen Kugelschreiber jetzt für 60 Sekunden zwischen die Zähne, ohne die Lippen abzulegen. Das schaut genau so aus. Gänger. Schaut super aus. Ich stoppe schon einmal die Uhr. Schaut wundervoll aus. Jetzt können Sie gleich mal zum Nachbarn, zur Nachbarin schauen und versuchen, böse zu schauen. Werden sehen, das funktioniert nicht allzu gut. Ja, und ich erkläre Ihnen jetzt in der Zwischenzeit, durch das Zurückziehen der Mundwinkel schütten Sie Endorphine aus Glückshormone, diese Teilchen, die pfeifen rauf in Ihr schlaues Oberstübchen. Wer jetzt glaubt, das ist eine Schindel-Methode, muss ich Sie enttäuschen. Diese Methodik fußt auf der Methodik, die wissenschaftlich bewiesen ist, des sogenannten Body-Feedbacks. Ja, ich glaube, wir haben es bald. Ich darf für Sie den Countdown einzählen, nämlich 5, 4, 3, 2, 1, raus damit und jetzt schauen Sie mal, jetzt glaube ich, haben wir es geschafft, dass die Mundwinkel wieder oben sind. Ja, da hinten wird schallend gelacht. Jetzt sagt nämlich unser Hirnkastel da oben, oi, da halt sind Sie aber gut drauf. Also probieren Sie das gleich morgen einmal vor dem Aufsperren mit der Belegschaft. Schwierig wird es, wenn Sie einen schwierigen Kunden haben und gehen hin und sagen, brauchten Sie vielleicht heute einen Kugelschreiber. Gell? Also da würde ich ein bisschen vorsichtig sein, der Schuss kann nach hinten losgehen. Ja, wer den Kugelschreiber doof findet, für den habe ich auch eine Möglichkeit, den Happy Smile Trainer. Auch der funktioniert wunderbar, aber vielleicht haben Sie es schon gelesen, 5 Minuten täglich diese Kieferschiene zu tragen, das ist dann doch ein bisschen eine schwierige Disziplin. Ich hätte, glaube ich, danach eine Kieferstarre. Aber zurück noch einmal zum Lächeln. Das ist und bleibt das Einfachste der Welt, was am meisten Freude erzeugt. Ja, die Nummer 2 von 4, das ist die gute alte Fachkompetenz. Und in der Fachkompetenz ist es ja mal so, ich kenne Ihre Unternehmen, in denen Sie arbeiten oder wo Sie der Chef sind, der Mitarbeiter, der Abteilungsleiter, die kenne ich nicht im Detail. Die Fachkompetenz ist natürlich immer eine Hohlschuld. Da müssen wir selber dranbleiben. Da müssen wir Seminare besuchen, Literatur lesen, YouTube-Videos. Es war noch nie so einfach, Wissen zu erlangen wie heutzutage. Aber eines schlägt die Fachkompetenz noch, nämlich die Ehrlichkeit. Und viel zu häufig begegne ich Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, alle, die an der Front sind, die einfach irgendwas erzählen. Und das finde ich wahnsinnig schade. Ich glaube, gerade jetzt, wo wir alle gelernt haben, Fehlerkultur auch so ein bisschen auf ein Podium zu stellen, können wir uns mit der Ehrlichkeit auch drüber trauen. Das heißt, Fachkompetenz ist nicht nur die Hohlschuld, sondern auch die ehrliche Facette. Die Nummer 3 im System fußt darauf, was Kunden am meisten stört. Und jetzt hätten wir noch einmal die Gelegenheit, so ein bisschen in die Runde zu fragen, wissen Sie zum Beispiel, was Kunden am meisten stört? Hat wer eine Idee? Gerne auf Zuruf. Wenn man sie nicht reden lässt, ist sehr hoch im Ranking. Gibt es noch eins drüber, das ich suche? Wer hat noch eine Idee? Ignoranz natürlich auch, ist absolut richtig, aber danach suche ich auch nicht. Ausreden lassen, ja, auch sehr hoch oben.
Ausreden suchen. Das, glaube ich, hätten wir jetzt gerade bei der Fachkompetenz so ein bisschen gedacht. Nein, ich verrate es Ihnen. Sie werden jetzt gleich eine Erkenntnis erlangen, weil es uns selber natürlich genauso geht. Es ist und bleibt die Wartezeit, die uns am meisten nervt. Also alleine schon, wenn wir ansetzen, Wartezeit gekonnt zu überbrücken, dann sind wir gut. Nummer 3 kann nichts anderes sein, wie die Schnelligkeit, Reaktionsschnelligkeit oder dafür zu sorgen, dass Wartezeit gut verwendet wird. Zum Beispiel die Friseure machen das seit Jahren sehr, sehr gut. Da kriegen wir einen Cappuccino und was zu lesen. Ist einfach was Nettes, damit uns die Wartezeit nicht ganz so auffällt. Können wir alle davon lernen. Und eine Sache gehört unbedingt in diesen Punkt hinein. Wie schaut es denn aus mit der Verlässlichkeit? Warten Sie nicht auch nach einer simplen Frage ewig lang auf eine Antwort? Und dann kriegt man die Antwort, mache ich gleich, mache ich dann. Das ist vage, das ist nicht konkret. Das heißt, wir müssen auch hier wieder nachschärfen, gut sein, anständige Zeithorizonte zu setzen, weil dann funktioniert natürlich auch die Sache mit der Schnelligkeit. Ja, und die Nummer vier ist auch noch etwas, was wir brauchen. Die Individualität. Jeder Kunde ist doch anders. Früher dachte man immer mal, man kann sie gut einschätzen. Anhand von Offensichtlichkeiten, Bekleidung und so weiter. Ich sage ganz ehrlich, spätestens seit die zerrissene Jeans mehr kostet wie die ganze, ist es nicht mehr möglich. Ja. Und sowieso, wir müssen jeden Kunden spüren. Individualität steht für Gespür, für Empathie. Und in diesem Punkt Individualität, hier ist jede kleine Extrameile möglich, die wir uns ausdenken. Auch hier habe ich eine klitzekleine Geschichte parat. Ein ganz lieber Freund von mir, ein Salzburger Hotelier, musste zu einem Meeting in den Bayerischen Hof nach München fahren. Am Weg dorthin hat sich so eine kleine Erkältung angekündigt. Ja, und er hat es zeitlich natürlich nimmer rechtzeitig geschafft, dass er noch bei einer Apotheke vorbeifahren konnte. Deshalb hat er sich gedacht, ich bin ja in einem anständigen Hotel, dann frage ich mal schnell an der Rezeption nach. Und hat höflich darum gebeten, ob man ihm einen Nasenspray organisieren könnte, dass er sich einfach nicht so angeschlagen fühlt. Die haben natürlich wunderbar gehandelt und gesagt, Herr Gissel, machen Sie sich keine Sorgen, gehen Sie ruhig in Ihr Meeting, in 2 Stunden ist auch Ihr Zimmer fertig, Sie werden diesen Nasenspray am Zimmer finden. Nach 2 Stunden ist der liebe Martin ins Zimmer gegangen und da war nicht nur der Nasenspray, nein, es war ein Packerl Taschentücher vom Bayerischen Hof und jetzt kommt's, eine Visitenkarte mit der handschriftlichen Notiz Gute Besserung. Kleinigkeiten, Nuancen und Details verstecken sich hier in der Individualität. Und wenn wir dieses ganze Konzept jetzt zusammenbringen, dann kann ich Ihnen einen Beweis liefern. Diese 4 Dimensionen, die braucht es, damit wir die Erwartungshaltung unserer Kunden erfüllen können. Schauen wir uns das einmal an. Wir haben oben die Freundlichkeit, die Fachkompetenz, die Schnelligkeit und die Individualität. Jetzt gibt es Mitarbeiter, die sind wahnsinnig fachkompetent. Ich bin im Februar Opfer geworden. Von der großen Fachkompetenz kennen wir auch alle. Fachidiot schlägt Kundentod. Zu viel ist auch nichts wert. War im Elektronikfachhandel, um einen neuen Laptop zu kaufen. Das war sensationell. Die Dame war auch furchtbar schnell. Und sie hat ein bisschen ein Gespür bewiesen, aber sie war ganz furchtbar unsympathisch. Ein Grandschirm, würden wir Österreicher sagen. Das funktioniert nicht. Oder ein Mitarbeiter, der wahnsinnig freundlich ist, sehr viel Individualität beweist und auch sein Können aufzeigt. Aber leider Gottes braucht er ewig. Da wird der andere schneller sein. Wir brauchen also all diese 4 Dinge. Und dann schaffen wir es, dass wir in der Königsdisziplin angelangt sind. Ich nenne die Königsdisziplin in meiner Welt Service-Persönlichkeiten.